Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, endlich mal wieder ein Video aus der Moviefood-Reihe. Ich weiß, ihr habt es schon lange und sehnlich vermisst. Ich habe mal eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet. Ein paar sehr coole Tipps gekriegt. Schaut unten mal in die Videobeschreibung, da ist auch mein Instagram-Account. Durchaus mal folgen, würde mich freuen. Gibt viele Sachen aus meinem Privatleben, alles was ich so mache, vielleicht Outdoor, Barbecue, was ich im Urlaub so mache und so weiter. Also ganz viele schöne Bilder. Keine Beauty-Tipps, sorry, aber ich hatte dort eine Umfrage gestartet und unter anderem war auch der Tipp dabei gewesen, mal den Burger aus How I Met Your Mother zu machen. Ich weiß nicht, die Serie kennt ihr bestimmt. Da gab es eine Szene oder eine Folge, wo Marshall den besten Burger in New York gesucht hat und ich habe ihn hier gefunden, beziehungsweise ich habe ihn hier selber gebracht. Und wie er dieses Kunstwerk aus Fleisch und Rest ist egal macht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, kommen wir mal als allererstes zu den Zutaten. Und zwar für vier Burger brauchen wir folgende Zutaten. Als allererstes brauchen wir natürlich die Burger Buns. Vier Stück. Könnt ihr entweder selber backen oder kaufen. Ich habe jetzt hier ausnahmsweise mal welche gekauft. Leider hat mein Spezialbäcker dicht gehabt. Deswegen muss ich die hier aus dem Supermarkt nehmen. Ansonsten brauchen wir für die Patties 800 Gramm Hackfleisch, einen Esslöffel Salz und einen Esslöffel Pfeffer. Außerdem brauchen wir noch folgende Zutaten. Eine Zwiebel oder zwei, je nachdem wie groß die Zwiebel ist, ein paar Jalapenos, Bacon, Salat, Ketchup, Senf, Barbecue-Soße, Röstzwiebeln, Tomaten, Edamer-Käse und Gewürzgurken in Scheiben. So, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, dann als erstes kümmern wir uns jetzt um das Hack. Wir werden hier, wie gesagt, schon einen Teelöffel mit Salz und ein Teelöffel mit Pfeffer über das Hack geben. Und dann wird geknetet. Und zwar nicht nur so ein bisschen, bis das ganze Gewürz hier untergeknetet ist. Nein, so gut 1 bis 2 Minuten, bis das Hackfleisch eine ganz andere Konsistenz erreicht hat. Dann ist es soweit, dann können wir uns alles daraus formen. Ja, so, nachdem wir das Fleisch gut durchgeknetet haben, formen wir hier die Burger Buns. Ihr könnt entweder so ein Hilfsmittel benutzen, für die Leute, die es nötig haben. Oder wie die coolen Kids das heutzutage machen, mit der Hand. Aber nochmal was anderes an dieser Stelle. Fleischqualität, ne? Ist ja öfter mal ein Thema. Ich hätte auch mal so ein Video drüber gemacht, über günstiges Fleisch und so. Ich finde bei Burgern, gerade bei Burgern ist es wirklich wichtig, auf die Fleischqualität zu achten. Gerade hier steht und fällt nämlich, finde ich, ein Burger immer an seinem Hackfleisch. Ich habe mir hier extra die Mühe gemacht, bin extra zu einem bisschen weiter rausgefahren zu einem Schlachter, weil wie gesagt, bei mir haben die Schlachter fast alle zugemacht. Und ich bin da extra ein bisschen weiter rausgefahren, um mir hier richtiges gutes Hackfleisch vom Schlachter zu kaufen. Pures Rindfleisch übrigens an dieser Stelle. Keine Halbe-Halb-Geschichten und sowas, sondern richtig schön Rindfleisch, so wie es sein muss. Und ja, schreibt mir mal eure Erfahrungen unten drunter. Was nehmt ihr manchmal so für Burger, für Hackfleisch? Es gibt ja manche Leute, die noch sich speziell was wolfen lassen beim Schlachter, aus der Schulter oder sowas. Das finde ich dann doch ist schon geil, aber ein bisschen drüber für meine Verhältnisse. Ja, wie gesagt, für günstige Sachen, klar, kann man auch günstiges Hackfleisch nehmen. Zum Beispiel bei meinen geliebten Moin Boys, die ich immer wieder mal so als kleinen Lückenfüller mache. Nehme ich auch, gebe ich zu, durchaus mal Hackfleisch aus dem Discounter, weil bei den Moink Balls, die sind dann gefüllt mit Magic Dust Rub oder zusammengeknetet mit Magic Dust Rub, und da merkt man die Qualitätsunterschiede nicht so wirklich wie bei einem Burger, wo zwar quasi das ist Hackfleisch ja dann in dem Fall halt auch den Mittelpunkt des Gerichtes ausmacht. So, wir haben jetzt unsere Burger Patties fertig. Wir machen wie immer eine kleine Delle in die Mitte rein und dann kommen die Patties auch schon auf den Grill. Heute leider bei mir Indoor. Ich muss das mit dem Kontaktgrill machen, weil diese Drehtermine sind immer lange, lange vorher geplant und so. Und was soll ich sagen? Es regnet den ganzen Tag, das ganze Wochenende. Regen, Regen, Regen. Und ratet mal, wer noch nicht seinen Grillplatz fertig gebaut hat. Ne? Also eine Runde Mitleid bitte. Aber wie gesagt, demnächst irgendwann mal, wenn ich mal dazu komme, den Grillplatz fertig zu bauen, dann überdacht und dann ist immer Grillsaison. Na, dann lasse ich mich von Wind und Wetter nicht mehr abhalten. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, weiter geht's. So, dann werden wir jetzt als erstes
die Burger-Patties auf den Grill schmeißen. Ich mache jetzt erstmal nur zwei, weil ich brauche den Platz gleich noch für den Bacon. Insgesamt lassen wir die so gut 4 Minuten auf dem Grill. Zu Ende nochmal schnell ein paar Scheiben Bacon hier auf den Grill schmeißen. Und weil es so geil aussieht, drehen wir nochmal die Burger Patties, damit wir hier so ein schönes Kreuzmuster drauf haben. Kein Muss, aber das Auge isst ja mit. So, wir packen jetzt erstmal hier kurz unser Gebratenes vom Grill runter, legen es kurz an die Seite, dass es mal der Speck ein bisschen Fett trocken ziehen kann hier und die Burger Patties so ein bisschen die Fleischsäfte noch reinziehen. Weil muss nicht sein, kann man machen, muss man aber nicht. Und in der Zeit belegen wir schon mal das Burger Bun. So, als allererstes machen wir die Soße auf den unteren Teil des Buns. Hierzu nehmen wir ein bisschen Senf, Ketchup und Barbecue-Soße. Dann kommt gleich schon direkt ein bisschen wegen der Gesundheit Salat. Dann nehmen wir schon direkt den Burger Patty. Wie ihr seht, die schönen Fleischsäfte treten langsam aus. Es hat sich quasi gelohnt, die liegen zu lassen. Dann wieder direkt Soße oben drüber. Jetzt on top auf das Fleisch direkt drauf, Käse. Wir nehmen hier gleich eine ganze Scheibe, die können wir ein bisschen teilen hier, dann geht das ein bisschen besser. Den guten Edamer. Dann nehmen wir Jalapenos und Gurken. Und zu guter Letzt den Bacon. Ach, ganz wichtig, jetzt fast noch vergessen, wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir nehmen natürlich noch Tomaten, Zwiebeln. Und weil der Haufen immer noch nicht groß genug ist, nur noch ein paar Röstzwiebeln dazu. Und dann ist unser kleiner Burger auch schon fertig. Ein bisschen mehr Zwiebeln, weil Zwiebeln sind geil, Zwiebeln sind Leben. Fertig. Der Burger ist so gut, ich möchte ein Kind von dem. Oh mein Gott, der ist so gut, das möchte ich in mir spüren. Der Burger ist so gut, ich möchte ihn zum Essen einladen oder ins Kino. Und danach zu mir nach Hause, eine schöne Barry White Schallplatte auflegen und dann ganz in Ruhe kuscheln, weil wir möchten das langsam angehen.